Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Boah, das ging schnell. In der letzten Folge haben wir versucht, diese komische Bank zu finden. Da, der Arzt, ganz schnell. Hey Doc, das ist hoffentlich ein Notfall. Ich habe den verdammt nochmal Ja, wirf mal einen Blick auf drauf, Screen ob du dauernd was gesucht und ich mit habe ihn nicht deinem gefunden, weil ich komischen. bin ja immer noch abhängig Beschreib von mir, was meinen los ist. verdammten Medikamenten. Ich hab da so ein Kribbeln. Ja, das sieht übel aus. So, ich habe den mal gefunden. So, jedenfalls, wir haben versucht, diese Bank zu finden und dort so ein Mila-Dingen Fertig. aufzubauen. Und? Gibt's noch? Und ja, Das war's. Pass hinzu. ich habe mir vorgenommen, ein paar ruhigere Parts hier zu machen. Und zwar wollte ich mich diesen Part mal hier in Diamond City umschauen, weil wir haben noch gar nicht mit allen Leuten hier geredet, fällt mir auf. Und ja, hier gibt es bestimmt noch einige Orte, die wir nicht gesehen haben. Deswegen schauen wir uns hier mal ein bisschen um, aber es ist jetzt gerade nachts, das ist ein bisschen doof. Zum Beispiel mit ihm hier. Was willst du damit sagen? Was willst du damit sagen? Was willst du damit sagen? Erzähl mir einen Witz. Nein, danke. Das war ein tiefgründiges Gespräch. So, wo sind die ganzen Leute hier? In dem Ladebildschirm habe ich irgendwann von einer Kapelle gehört. Die sollten wir vielleicht mal abchecken. So, hier zum Beispiel. Hier ist doch bestimmt irgendwie ein Haus, wo wir rein Sieht können, aus, ne? als komme ich nicht auf. Das Dugout Inn hat gute Angebote. Ja, im Dings waren wir schon drin. Wir gucken uns jetzt mal in einen der Siedlungen hier um, würde ich sagen. Weil die Händler und so, die haben meistens auch irgendwelche Aufträge und irgendwie Weiß sowas. nicht, was du suchst. Kein Problem. Deswegen. Wir verkaufen alles. Wir haben ja noch nicht mit Stickpacks, irgendjemanden hier Munition, gesprochen, glaube Oberbekleidung, ich. Geschirr. Deswegen hier. Was verkaufst du hier? Alles, Sir. Miss Mörner beschafft die ausgefallensten Waren Außerdem von kommt man so bester vielleicht Qualität aus an den ein paar Versand Informationen oder so, die wir so Kopfhörer. nicht erreichen Sie konnten. kaufen auch nicht mehr benötigte Gegenstände an. Okay, das Übliche. Ich brauche im Moment nichts. Deswegen schauen wir uns mal hier oben. Weil das muss ja auch mal irgendwann gemacht werden, so. Wie viel das Part hat? 167, 168. Warte mal, hier Security, da waren wir ja schon drin. Ja, machen wir auch mit den anderen Siedlungen, so wie Bunker Hill und so. Schauen uns mal um, was es da noch zu tun gibt und so. Das ist das Haus, wo wir uns mal eingeschlichen haben von Kellogg, ne? Wollen wir da noch rein oder ist er wieder versperrt? Ja, müssen wir aber nicht mehr rein. Ach ja, ich habe Deacons Abrufcode mal wieder im Inventar. Ich hatte ihn echt eingelagert irgendwo. Und ja, den gucken wir uns mal an. Man kann nicht jeden Traum. Okay. Das heißt, damit mit diesen Dingen kann irgendwie sein Bewusstsein gelöscht werden oder so. Oder war irgendwie absichtlich von ihm? Hey, ja? Entschuldigung. Ich habe mir das mit dem Rückrufcode noch mal überlegt. Was? Ich habe ihn gelesen, ja. Sag mir nicht, was da stand. Es ist wahrscheinlich. Okay, irgendwie bringt das nichts. Hey, Ich du könnte bist ein ihnen Freedom ja Fresher, nicht sagen, wahr? was da stand, aber nur um Das auszuprobieren, was da Symbol passiert. für die Freiheit. Hier sieht zum Beispiel aus, als könnte irgendwie eine Bühne sein, wo irgendwer irgendwas sagt. Ist natürlich blöd, dass es jetzt hier nachts ist, ne? Natürlich sehr doof. In Kelloggs Haus und so kann ich nicht pennen, oder? So, hier wohnt der Radiomoderator. Trevor, glaube ich. Es ist blöd, dass hier dunkel ist alles. Hier wohnt, läuft dieses Kind, ne? Ich kann ja nirgendwo rein, das ist das Problem. Geiler Part, ne? Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter und lese den Code nicht vor. Außer ich muss jetzt irgendwann machen. Science Center, wollt ihr noch irgendwas von mir? Wäre mal irgendwie interessant gewesen. Mann,
Ich muss Zeit totschlagen. Ich muss mir, glaube ich, ein Zimmer nehmen, wo ich noch pennen kann. Da ist ja mein Hilfswissenschaftler. Ich hoffe, du setzt deine biologische Feldforschung fort. Hey, Dr. Duff. Wusstest du, dass man nie eine basische mit einer sauren Verbindung mischen sollte? Ich habe dadurch mal meine Augenbrauen verloren. Interessant. Dies folgt. Entschuldigung, Professor Scarra? Ja, alles so lange dauert, ne? Dr. Duff kümmert sich um die Besucher. Wende dich an sie. Professor Scarra. Entgegen meiner Empfehlung gestattet die Stadt jedem, unsere Ausrüstung zu benutzen. Also, bedien dich. Hier geht irgendwie alles langsam. Wenn ich mich irgendjemand näher fange, die immer mal ein Gespräch an, dann muss ich mal erst warten, bis die ihren Gespräch zu Ende sind. Und dann kann ich die erst ansprechen. Das finde ich ein bisschen nervig. Ich glaube, wie bei den Siedlungen andauernd. Hast du mich um die Gule gekümmert? Oder will ich die einfach nur ansprechen und sagen, ja, ich habe es gemacht, aber dann muss ich mir das immer erst vorher anhören. Finde ich ein bisschen dämlich. Gut. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Ja, Stirlings, das mussten wir auch mal. So, dann pennen wir eben hier. Reden mit den Leuten und so, keine Ahnung. Weil irgendwie ist Nacht und kein Schwein ist gerade auf. Ich kann mit niemandem reden. Aufträge annehmen oder irgendwie sowas hat bei sich, was man hier machen kann noch. Was mit dir zum Beispiel? Ich bin froh, dass du Earls Mörder gefunden hast. Ja, schon okay. Wieder hier. Du hast Zimmer 2. Also, okay. Ja, wollte ich sowieso machen. Hey, Jeffin. Einen schönen Aufenthalt. Oh, jetzt kann ich mit dem nicht reden. Ich meine, das Zimmer. Hast du dich verlaufen? Ich bin doch kein Touristenführer. Wow. Ich kann nicht glauben, dass Doc Crocker Earl getötet hat. Handeln? Ich schau mal, was du hast. Hoffentlich wird. Wahrscheinlich nur Bier und so, ne? Nö. Munition. Irgendwann wird's klappen. Vielleicht mit einem Addon. Danke, dass du Earls Mörder ausfindig gemacht hast. Ich kann nicht glauben, dass ein Doktor sowas tun würde. Naja, wenigstens haben wir Schnaps, um unseren Kummer zu ertränken. Hältst du dich aus Schwierigkeiten raus? Willst du mich etwa ausräuchen? Gefällt mir. Keine Sorge. Ich habe den Kontakt zu allen abgebrochen, die mich der Schulden wegen umbringen könnten. Alles gut. Entspann dich. Sag mal, was du so hast. Genau das. Oha. Das ist genau das gleiche Zeug. Was? Wenn du hier nicht wohnst, bist du ein Niemand, kapiert? Okay, da ist irgendwas. Wenn du Hunger hast, haben wir auch was. Ja, sowieso im Allgemeinen sehr blöd in dem ganzen Elder Scrolls Spiel hat jeder Charakter, an dem man vorbeiläuft, einen anquasselt. Bitte kurz nicht überall auf dem Boden. Okay. Halt. So, jetzt sind wir zwei oder zum Beins. Ja, dann pennen wir mal bis 9 Uhr. Nur um die Zeit totzuschlagen. Gut. Ja, sind jetzt hier ein paar Leute. Los, hey, Leute, du. Wir bestellen nur Bier. Aber wir haben noch andere Drinks, falls du mal was Neues ausprobieren willst. Also, ich dachte, du wärst. Oh, du bist. Entschuldigung? Ich kenn dich nicht. Hey, was ist mit dir? Söldner? Karawanenwache? Du zuerst. Wie heißt du? Hawthorne. Und du bist definitiv nicht von hier. Ich kenne alle Siedlungen auf beiden Seiten des Charles River. Und ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Wie dem auch sei. Ich entspanne mich ein bisschen und erzähle Geschichten, während ich auf den nächsten Job warte. Ich war schon überall. Hab Balls gesehen, Vorkriegsruinen und jede Menge Monster. Ja, ich auch. Du warst schon mal in einem Vault? Ja, schon mal von Vault 81 gehört? Sie sind ziemlich reserviert,
Aber ab und zu lassen sie neue Leute rein. Dann lass mal deine besten Monstergeschichten hören. Ich stamme aus Diamond City. Wenn du über was wirklich Erschreckendes reden willst, dann lass uns über das Institut und seine Synths sprechen. Geh besser nicht nach University Point. Glaub mir, du willst nicht wissen, wozu sie fähig sind. Du erkundest also alte Ruinen? Letztens hatte ich mir Salem vorgenommen, eine sehr alte Stadt im Norden. Hab es aber nicht bis dahin geschafft. Hab auch ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Region. Wir sehen uns, Hawthorne. Klar, lass es ruhig angehen. Hey, Hawthorne. Wenn du wissen willst, was dich da draußen erwartet, brauchst du... Also. Wir sehen uns, Hawthorne. Klar, lass es... Der hätte mir wahrscheinlich die ganzen Punkte hier auf der Karte notiert, wenn ich die noch nicht besucht hätte, ne? Was? Ich hab zu tun. Was immer du fragen willst. Ich weiß nichts darüber. So, jetzt müsste es ja Tag draußen sein, ne? Na, wo ist der Typ, der nicht wollte, dass ich alles vollkotze? Hast du dich verlaufen? Du hast Zimmer 2. Jefim. Einen schönen Aufenthalt. Boah, hab ich das die ganze Zeit noch, okay. Gut. Ist jetzt noch nichts passiert. Ein paar Gespräche, mehr nicht. So, jetzt müsste es ja Tag sein, ne? AM ist doch, glaube ich. Ich kam da, wurde das schon immer verwirrt. Aber ich konnte ja auf den Stühlen warten, habe ich gerade gemerkt. Was? Ja, wo ist denn hier diese Kirche? Ich habe heute von der Kirche gelesen im Ladebildschirm. Hey, du, die hier irgendwo sein soll. Brahminfleisch am Haken. Moment, was ist das für ein Fleisch? Hast du noch nie einen Brahmin gesehen? Groß, dumm, 4 Beine und 2 Köpfe. Das einzige Rindvieh, das es noch gibt. Alles kommt frisch von der Farm der Cotmans. Manchmal bekommen vielleicht viel früher mit denen allen reden sollen. Rein. Ich kenne schon alles im Ödland. Komisches Zeug? Noch komischer als Fleisch von 2-köpfigen Kühen? Ja, du Traumprinz. Noch komischer als das. Meierlöck, Bläfliege, Red, Hirsch. Alles Eiweißlieferanten, oder nicht? Und im Commonwealth darf man nicht wählerisch sein. Klar, ich schau's mir an. Das Brahmin... Warum tut jeder 38er Munition verkaufen? Ja, hier ist aber auch irgendein Typ manchmal. Ah, hier ist die Kapelle. Lass mal reingehen. Vielleicht wartet da noch irgendwas auf uns. Oh, okay. Du solltest vielleicht besser mit dem Pastor sprechen. Wenn ich Pech habe, sind genau die Häuser, die ich noch nie betreten habe, irgendwie vollgestopft mit Magazinen und Wackelpuppen. Schön, jemand Neues in der Kapelle zu sehen. Und, kommst du soweit in Diamond City zurecht? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Aber gerne. Ich hoffe, die Leute machen es dir nicht allzu schwer. Ich weiß, dass es hier als Fremder recht schwierig sein kann. Wenn du also mal einen Ort brauchst, um dich hinzusetzen und über den Allmächtigen nachzudenken, in welcher Form auch immer du an ihn glaubst, steht dir die Kapelle immer offen. Ist die Kapelle nicht einer bestimmten Glaubensrichtung geweiht? Nein. Solange du überhaupt an irgendetwas glaubst, bist du hier immer willkommen. Ich glaube an mich. Diamond City ist voll von Leuten, die sich ein besseres Leben aufbauen wollen. Ich möchte nur nicht, dass sie darüber vergessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Deshalb ist die Kapelle auch rund um die Uhr geöffnet und steht jeder Glaubensrichtung offen, solange sie friedlich ist. Ich schaue mich nur mal um. Nur zu. Pastor? Pass auf dich auf. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay. Du solltest vielleicht besser mit dem Pastor sprechen. Kann ich auch beten? Dann setz dich und sei still. Was geht ab? Hallo. Keine Ahnung, ob dieses Beten wirklich was hilft. Aber schaden kann es sicher nicht. Okay. Das war vollkommene Zeitverschwendung. Ja, weiß man ja nicht. Ich war ja noch nicht in allen Orten hier. Vielleicht sollte ich mal mit dem Bürgermeister reden, er hat bestimmt noch irgendwas für mich zu erledigen. Oder hier die Leute, die habe ich auch noch nicht angesprochen. Hallo. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf einen gut aussehenden Kunden wartet, bis ich die Haare schneiden lasse. Ja, okay, nee.
Welche Möglichkeiten habe ich? Alles ist möglich. Glatze, lange Haare, kurze Haare, Zöpfe, Stufen. Ja, es ist leichter, wenn ich es dir einfach zeige. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf dich wartet. Nein. Vielleicht später. Dann komm einfach ein andermal vorbei. Meine Haare sieht man nicht, das ist egal. Du da! Erzähl meinem trotteligen Sohn mal, was Sache ist. McDonalds Sekretärin. Ist sie ein Zünd? Keine Ahnung. Du weißt es nicht? Was denn? Ist da nichts zwischen deinen beiden Ohren? Du hast doch gerade eben gesagt, dass man sie nicht von echten Menschen unterscheiden kann, Ma. Er weiß nicht, ob Geneva ein Zimt ist. Und du auch nicht. Also können wir das jetzt bitte lassen? Rede gefälligst nicht so mit deiner Mutter, Johnny. Schnipschnapp. Und bam, du siehst gut aus. Was? Kein Interesse. Dann bis später. Ja, da haben wir schon mal eine Sache. Kathy. Du siehst schrecklich aus. Lass dir von meinem Sohn John mal dieses Durcheinander auf deinem Kopf in Ordnung. Wie siehst du denn, wie meine Haare aussehen? Ich habe einen verdammten Helm an. Kümmere dich nicht um meine Mutter. Sie ist immer etwas launisch. Reden wir lieber über dich und deine Mutter. Nette Knarre hast du da. Aber lass sie stecken. Nein. Was haben wir hier noch? Ferenc, ist das nicht Dingens? Ja, die. Über den Mann aus der Zeit. Vorbewohner erwacht nach 200 Jahren. Nö. Nett. Wie geht's denn dir? Nichts Besseres zu tun. Okay, Entschuldigung. So Kopfhörer. Nee, das ist eine Brille. Ich muss schon sagen, Kopfhörer? Zu solchen Zeiten? Imaginäre Musik. So, warte mal hier. Ich glaube, da ist auch vom Public. Currency, wie auch immer. Obscurity. Da bist du ja wieder. Ich fange fast an, dich zu mögen. Also, was darf sein? Wer bist du? Ferenc Keller. Interessanter Name. Ja, der ist schon richtig alt. Es gab hier schon vor dem Krieg ein Ferenc. Mein Opa meinte, dass wir unseren Kunden traditionell wie sie ihre Zigarette einfach in die Schulter reindrückt. Aber erschwingliche Preise sind wohl für einige Leute immer noch zu. Ja, war ein Laden, genau. Diebe. Und die Diamond City Sicherheit unternimmt nichts. Warum hilft dir die Diamond City Sicherheit nicht? Mein Mann wurde entführt, okay? Vom Institut. Die Sicherheit wollte nichts unternehmen. Ich habe Stress gemacht und jetzt stehe ich auf deren schwarzer Liste. Dein Mann wurde vom Institut entführt? Naja, er ist zumindest nicht mehr hier, aber ist ja auch nicht so, als würde das Institut groß Spuren hinterlassen. Abgesehen von diesen verdammten Sins. Was weißt du über Sins? Nur was in der Zeitung steht. Das Institut baut sie und sie sehen aus wie Menschen. Manche sogar so echt, dass man sie von richtigen Menschen nicht mehr unterscheiden kann. Aber ich hatte Glück. Das Institut hat meinen Charlie entführt, sich aber nicht die Mühe gemacht, ihn zu ersetzen. Klar, ich schau mal, was du hast. Kleider machen, Leute. Nach Klamotten. Champion Brustteil. War so ein blöder Effekt. Ich irgendwas zum Verkaufen? Nee, ne? Ja, meine Minen und so. Wow, das gruselige Grinsen. Mäßig habe ich bis jetzt hier noch nichts gefunden. Ja, sein können, Mann. Ja, das haben wir, da habe ich ja schon so oft Datei, ne? Was denn? Ich will nichts klauen, keine Sorge. Nee, den Skyrim haben wir gemacht. Geht irgendwie ein Stockwerk höher in deren Lehnen und so. In Hinterräumen und so, und die verfolgen dich. Im Oblivion war auch schon so. Und Oblivion war viel nerviger. Leute, die Leute sahen richtig gruselig aus in Oblivion, die Gesichter. Weil man konnte ja mit jedem irgendwie so feilschen und so. Also, nee, nicht feilschen, aber irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls haben die halt immer so Fratzen gemacht, aber sehr gruselig. Was ist ein Schlagholz? Ja, der hat doch Such nach Arbeit. Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City.
Früher war das alles hier mal ein Stadion. Es haben sich zwei Teams getroffen und ein Spiel namens Baseball gespielt. Ein Team hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt. Und die besten Schläger wurden Schlaghölzer genannt. War wirklich so. Hey, du Trottel, so wurde der Baseball ganz sicher nicht gespielt. Ach ja, du Schlauberger, wenn du so ein Experte bist, wie wurde es denn deiner Meinung nach gespielt? Gewalttätiger. Die Teams haben auch die Zuschauer totgeprügelt. So ist der Begriff Publikumssport entstanden. Und frag am besten nicht nach dem Schiedsrichter. Von dem bekomme ich Albträume. Mir gefällt meine Version besser. Und kann ich dich für ein echtes, handgefertigtes Hickory-Schlagholz begeistern? Ja, ich suche eine Arbeit. Arbeit für mich? Wenn du was für den Sport tun willst. Ich weiß, wo es ein paar Sammlerstücke aus Vorkriegstagen gibt. Trainer, aufgeben ist für Penner Westing, hatte ein Anwesen nicht weit von hier. Angeblich soll er zu seiner Pensionierung von der Liga drei Geschenke bekommen haben. Einen Baseball, einen Fängerhandschuh und eine Baseballkarte von allen anderen Trainern unterschrieben. Du kannst dir vermutlich schon denken, was jetzt kommt. Ich zahle dir für jedes dieser Relikte 100 Kronkorken. Was sagst du? Da geht doch noch mehr. Das ist ein bisschen wenig. Ich will mehr. Mir gefällt, wie du denkst. Sagen wir 125 Kronkorken. Was meinst du? Eine Karte, ein Handschuh, ein Ball. Verstanden. Ich danke dir. Karte, ein Handschuh, ein Ball. Und der Baseballsport dankt dir. Kann ich denn jeden Ball geben? Aus ins Left Field für einen signierten Baseball, für einen signierten Fanghandschuh und eine signierte Baseballkarte. Hey Mo, denk das ist auch schon mal was. Schlaghölzern gewinnst du das Spiel? Heute nicht. Du verpasst was. Okay, was ist mit dir? Schutz liegst du mit allem, was ich. Atugo oder Atrigo. Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf. Ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Ja, wie dem auch sei, reden wir übers Geschäft. Ich will gerade nichts. Klar. Okay. Na, die Frau ist jetzt auch hier. Ich hätte dich mit einem hey, Myrna. Du. Okay, schätze, wir können ins Geschäft. Was für einen Laden betreibst du hier eigentlich? Wir kaufen und verkaufen hier alles. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Der Roboter kümmert sich nachts um die Kunden. Er ist der Einzige, dem ich traue. Bei ihm weiß ich wenigstens, dass er eine Maschine ist. Vielleicht später. Ja, klar. Okay. Aua. Dann bleibt noch der Bürgermeister aus. Zu viel Dreck in den Arm, dann lasst sie euch schneiden. Ihr werdet's nicht. Was, dein Bein tut dir weh? Ab mit dem ja, Bein. Das stimmt. Ich habe letztes Jahr eine Kugel in den Hintern bekommen. Ist eine lange Geschichte. Okay. Ich wurde zwar programmiert, um zu dienen, aber bei Ihnen mache ich das nur mit Abscheu. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie bereit für Ihre Bestellung sind. Und sagst du mir das mit... Ist das ein Problem? Gar kein Problem. Meine Programmierung schreibt mir vor, dass ich jeden Gast in der kolonialen Kneipe bedienen muss. Selbst die, die hier ganz offensichtlich nichts zu suchen haben. Nur damit Sie es wissen. Meine Sensoren haben festgestellt, dass Sie eindeutig zu wenig Klasse für dieses Etablissement besitzen. Klar, ich schaue schau dich mich an. Ich bin die Klasse in Person. Ich habe ja nichts dagegen, dass Fremde nach hier oben kommen, aber musst du unbedingt mit mir sprechen? Hey. Du bist wirklich schwer loszuwerden. Vielleicht hilft es, direkter zu werden. Hau ab. Du gehörst in den unteren Abschnitt der Stadt. Er ist passender für Leute ohne Ehrgeiz.
Sei einfach still, während du hier oben bist. Der Lärm vom Pöbel da unten ist schon störend genug. Du langweilst mich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Du gehörst in den unteren Abschnitt der Stadt. Er ist passender für Leute ohne Ehrgeiz. So, ich mein Ehrgeiz gespürt. Hey, da oben ist auch noch was. Was ist das hier? Koloniale Kneipe. Aber wir sind hier noch etwas beschäftigt. In Diamond City. Gehen wir. Mach mal langsam. Ich glaube, sie will noch nicht gehen. Hey, das ist eine Sache zwischen mir und meiner Frau. Warum kümmerst du dich nicht einmal nur um deinen eigenen Scheiß? Meine Güte, Paul, du musst immer gleich eine Szene machen. Gib mir noch einen Drink, Henry. Verdammt, Darcy. Ich will einfach, dass du nach Hause kommst. Ich komme doch heim. Später. Ich kann nicht glauben, dass du mir das antust, Cook. Dir was antun, Paul? Du selbstgefälliger Bastard. Lass meine Frau in Ruhe, verdammt. Du solltest besser verschwinden, bevor du irgendwas Dummes tust. Du Hurensohn. Tu ihm nicht weh, Henry. Na, Dicken, geh weg da. Meine Güte. War ja eine Billy reingeschmissen. Ich werde zu Hause sein, Darcy. Und mich um unseren Sohn kümmern. Was? Er hat einen auf Jesus gemacht. Wären alle unsere Agenten wie du, könnte das Institut aufgeben. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Meistens ist es hier viel ruhiger. Der perfekte Ort für einen entspannenden Drink. Wenn du das nötige Geld dafür hast. Worum ging's bei dem Streit? Ach, nicht viel. Weißt du, Darcy hier entspannt gerne mal und genießt das Leben. Ihr Mann Paul tut das nicht. Er ist kein schlechter Typ, nur etwas verklemmt. So blöd, dass er nicht weiß, wie man sich entspannt. Hm, Darcy? Halt die Klappe. Ich bin nicht hier, um über Paul zu reden. Du da! Dich habe ich hier noch nicht gesehen. Warum machst du dich auch noch nie und gibst mir einen Drink aus oder so? Wenn du darauf bestehst, guck, gib der Lady noch einen Drink. Du hast den Mann gehört, Henry. Gib mir noch einen von dem Zeug, das ich so mag. Mal sehen, ob ich noch weiß, was das war. Also, willst du was bestellen? Das hier ist dein Laden? Ganz richtig. Besitzer, Barkeeper, guter Zuhörer. Ich versuche hier eine Oase zu schaffen, in der man die Entbehrungen des Alltags vergisst. Ich heiße übrigens Cook. Henry Cook. Lass es mich wissen, wenn du was brauchst. Ich habe ein paar Minuten, Omida. Hier ist unser Angebot. Na, no, ich will aber sagen, ich beende die Partie. Wir tun dann mit den restlichen Leuten hier noch reden in Diamond City und dann machen wir uns irgendwann auf. Diese Baseball-Artefakte, sag ich mal, zu besorgen. Ja, setzen wir uns mal die, ne? Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.